Also die wichtigste Zutat ist meines Erachtens einmal Zeit, dass man viel Zeit hat, sich hier die Forschungsfrage zu überlegen, ordentlich die Modelle zu entwickeln. Wir arbeiten hauptsächlich an Optimierungsmodellen und diese Modelle dann zu einem Lösungsverfahren überzuführen, also Algorithmen und Datenstrukturen zu entwickeln. Das Zweite sind Daten, gute Daten aus der Praxis, widerspruchsfreie Daten aus der Praxis, mit denen man sinnvoll arbeiten kann. Und das Dritte sind leidenschaftliche Studierende, die diese Verfahren gerne implementieren und testen. Also ich forsche gerade hauptsächlich an der Verzahnung von Daten, Informationen, also Echtzeitdaten, Verkehrslageinformationen mit Optimierungsverfahren. Ein sehr guter Kooperationspartner ist die voestalpine. Die sind sehr offen für Optimierungsverfahren, unterschiedlichste Forschungsansätze in der Stahlindustrie, die Logistik von Prammen und von Coils und diese Walzprogrammoptimierung. Also hier gibt es ganz spannende Fragestellungen. Andere sind Unternehmen wie die Österreichische Post, die sehr viele Daten hat, hier mit innovativen Planungs- oder Lösungsverfahren wie Crowdshipping oder Roaming Delivery Locations könnte man hier innovative Lösungen entwickeln. Die Studienanfänger sollten in erster Linie, wenn sie die Studienwahl noch nicht getroffen haben, sollten sie zum ersten Mal was wählen, was sie gerne studieren. Also nicht, was man irgendwie glaubt, dass es sinnvoll ist zu studieren, sondern das, was sie gerne studieren. Und wenn sie schon die Wahl getroffen haben, dann vielleicht auch ein Studium wählen, das vielleicht länger anhält und nicht nur eine Modeerscheinung ist. Also wenn man zum Beispiel jetzt nicht, man sollte vielleicht nicht Webdesign studieren, sondern Informatik. Also in meinem nächsten Urlaub werde ich vermutlich an einen größeren See fahren, wo es viel Wind gibt und dort mit meinen Kindern viel Zeit verbringen, um zu segeln und vielleicht auch am Lagerfeuer zu sitzen und selbst zu kochen.